Hallihallo, heute beginnt die erste Karte mit der Thematik Annehmen. Ich nehme die Geschenke des Lebens an und gebe die großzügige Fülle weiter. Ja, Annehmen ist natürlich so eine Sachlage, die sehr viele betrifft, ja, weil sie immer sehr gut ins Geben gehen können, aber Annehmen ist immer so eine Frage, ja. Man lernt ja schon als Kind vom Fremden nichts anzunehmen, so. Und vor allem sollte man oder lernt man auch als Kind, auch du, dass man vielleicht nur etwas bekommt, wenn man erst was gibt. Sprich, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist so das beste Mindset-Spektakel, was es so gibt. Und heute geht es beim Annehmen sehr darum, den Zweifel auch mal anzunehmen. Und vor allem alles, was brieflich bzw. vertraglich für dich heute liegt, kann in die positive Fülle gehen und vor allem in den Willen deines Herzens, nicht in den Weg, sondern in den Willen deines Herzens, und bringt dir positive Nachricht heute, wenn du auch bereit bist, diese positive Nachricht anzunehmen. Ja, wir haben hier das neue Heim. Umzug ist ein Schritt in die richtige Richtung für dich. Ja, vielleicht bist du derzeit einfach daran interessiert, umzuziehen. Oder deine Visionskraft geht hier auch in den Hauskauf hinein oder in den Immobilienkauf. Da ist natürlich jetzt sehr viel Geldthematik gefragt. Ja, die Finanzkraft gibt dir heute eine Stärke. Das heißt, du darfst heute in dich investieren, egal ob es jetzt Gespräche mit der Bank sind, für Immobilien oder auch vielleicht für dich, für eine Fortbildung, die deinem Herzen wichtig ist, damit du deine Berufung nachgehen kannst. Das liegt heute für dich auch in der Fülle. Aber die Frage auch hier wieder, bist du bereit anzunehmen? Denn die Klarsicht für dich liegt schon da, aber das innere Kind lässt dich heute noch zweifeln. Das innere Kind will heute spielen und will heute auch gesehen werden. Daher versuche abzutrennen, was ist Zweifel aus dem inneren Kind und wo hält dich deine eigene Visionskraft noch ein bisschen auf. Da haben wir aber wahrscheinlich hoffentlich auch noch eine Lösung dafür. Ja, dann haben wir noch die Seelenkraft. Die geheimen Tore zu den Hallen der Akasha-Chroniken werden von mir, für mich und für alle Suchenden geöffnet und durchschritten. Ja, das ist nämlich wichtig, denn man muss ja aus seinem tiefsten Sein wissen, welche Kraft aus der Seele entspringt. Und dafür kriegst du heute die Klarheit. Ja, deine Mauern darfst du heute um dich herum niederreißen, aber nur für bestimmte Personen. Man sieht hier gerade Familienangehörigen, sollte man heute, wenn man noch ein Geheimnis hat, vor allem du reinen Wein einschenken. Und du wirst auch merken für dich, dass dann auch eine Thematik, die derzeit noch im Streit liegt, kann auch gut im Familienstreit liegen, was die Finanzen betrifft, wird heute geklärt. Denn da ist eine Finanzkraft da, die sich jetzt langsam in den 18. August hinein entwickelt, da wo die große Fülle dann wieder beginnen kann. Die Seelenkraft zeigt dir aber auch auf, was du aus der Kindheit noch aufzuarbeiten hast und vor allem, wo schon deine Stärken liegen, weil du bist ja schon sehr weit im Bewusstsein. Ja, gestehe dir deine wahren Gefühle ein. Sei ehrlich mit dir selbst, nur du weißt, was du wirklich möchtest. Das ist natürlich eine Karte, die sehr viel Bände spricht. Denn bist du dir sicher, dass du weißt, was du möchtest? Naja, oberflächlich vielleicht ja, aber ich denke mal, innerlich kommen hier auch immer wieder die Zweifel, ob das wirklich notwendig ist. Denk mal an die letzte Großanschaffung. Wie oft hast du da gezweifelt, bis du es wirklich getan hast? Heute, auch in der Liebe, aber heute solltest du aus dem Impuls heraus reagieren. Sprich, gar keine großen Gedankenschlangen mehr bilden, gar keinen Zweifel, gar keine Angst mehr aufkommen lassen oder vielleicht auch Szenarien ausmalen, die so gar nicht existieren, sondern aus dem Impuls heraus in dein Glück, ja, investieren, impulsiv handeln und dann kommt hier auch die wundervolle Herzensangelegenheit zur Fülle. Und dann kommen auch wahre Freunde. Wahre Freunde haben sich bereits im Himmel getroffen und erschaffen ein Feld der Liebe und des Mitgefühls hier auf Erden. Und hier auf Erden muss man einfach erkennen, ja, die wahren Freunde kannst du jetzt richtig gut aussortieren, weil mit diesem Annehmen, ja, dass du auch deine Seelenkraft anerkennst und vor allem dir eingestehst, dass eine Veränderung vor dir liegt, ja, auch die Veränderung von deiner Gefühlswelt, die zeigt dir natürlich auch auf, welcher Mensch zu dir ins Leben gehört und wer nicht. Und vor allem heute wirst du da wundervolle Impulse spüren, weil dein Bewusstsein heute, wie kann man es denn am besten sagen, seine Abrundung bekommt von allen Altlasten. Heute fallen auch deine Altlasten.